Meine Damen und Herren, heute Abend im Komödienhaus Werner Schneider. Dann wirklich kommt. Ich habe gerade den Kollegen gesagt, sie sollen noch ein bisschen warten, weil er hat nämlich gerade erfahren, dass er nach dem Papst dran ist. Jetzt formuliert er wieder. Das kann bei dem lang dauern. Wenn sie, das hat er nicht so, das Improvisieren, das Spontane, nicht? Ich würde halt einfach sagen, ich finde gut, dass der Papst Gewaltlosigkeit predigt. Zuletzt in Chile beim Pinochet. Ja, da könnte er natürlich genauso gut in einem Buff von Enthaltsamkeit sprechen. Das ist ein komisches Gefühl auf so einer Bühne. Ich meine, jetzt bin ich schon 13 Jahre mit ihm unterwegs und bin noch nie auf der Bühne gestanden. Ich meine, vor Publikum, vor laufenden Kameras, nicht? Der Bühne schon oft, nicht? Gestatten Sie, ich bin sein Tourneeleiter. Inspizient, eigentlich alles. Bühnenbildner. Muss einem auch einfallen. Na, wie gesagt, 13 Jahre, meistens in der Bundesrepublik. Ich bin ja Österreicher geblieben, wie Sie mühelos hören können. Er ist ein richtiger Piefke geworden. Was ist das eigentlich, ein Piefke? Also er sagt immer, ein Piefke ist ein Deutscher, der sich genauso benimmt. Oh, haben die Bayern eigentlich auch noch eine Chance? Schauen Sie, sein Kabarettprogramm, wie er es macht, ich weiß immer schon vorher, was passiert. Am Anfang fürchtet er sich immer vor den Supermächten. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich mich fürchten will, brauche ich keine Supermächte. Da reicht mir AIDS. Bitte, was heißt Supermächte? Können mir doch nicht imponieren. Die Sowjets, eine schöne Supermacht, die sich beim Todfeind dauernd Weizen ausbohren muss. Bitte, liebe Amerikaner, gebt uns was zum Essen, sonst habt ihr bald niemand mehr, den ihr totrüsten könnt. Und wo nimmt euer großer Vorsitzender dann sein Wachstum her? Er muss eh schon jede Bombe einzeln verkaufen im Iran, nicht? Persönlich vorbeibringen. Nicht? Supermacht, die Amerikaner mit ihrem Dollar, der Leitwährung der Welt. Ich habe ein paar. Hören Sie, das ist das unsicherste Geld mit den größten Schwankungen. Wenn Sie sich auf den Dollar verlassen, können Sie gleich mit dem Jumbo von der Achterbahn landen. Das ist genauso sicher. Bitte, die Amerikaner wollen den Sowjets dauernd beweisen, dass der Kapitalismus vom Kommunismus nicht einholbar ist. Auch nicht beim sich selbst umbringen. Aber diese Kommunisten bestehen ja auf Konkurrenzfähigkeit. Die haben ja nicht ein Tschernobyl nach dem anderen gebaut, weil ihnen die Architektur so gut gefällt, sondern weil sie mitkommen wollen. Sie wissen zwar auch nicht genau wohin, aber Hauptsache mit. Bitte, ich debattiere oft mit ihm über Sozialismus, weil man sich jetzt immer fürchten muss, nicht, ob der Gorbatschow vielleicht scheitern könnte. Also ich stelle mir diesen Gorbatschow immer in der DDR vor. In der DDR haben die den Sozialismus verwirklicht. Darauf sind sie Tag und Nacht stolz. Jetzt kommt der große Chef und sagt, sie sollen endlich den Sozialismus verwirklichen. Das verwirrt. Da können Sie genauso gut zum lieben Gott sagen, er soll endlich die Welt erschaffen, nicht? Er möchte sich schön beschweren. Sehen Sie, Sie finden den Vergleich zulässig. Er nicht, ne? Naja, wenn er sich dann genug gefürchtet hat, dann kommt er mal mit Frieden. Können Sie es noch hören? Also ich nimmer. Bitte, ich bin persönlich natürlich total für den Frieden. Aber wenn es eh keinen gibt, immer wenn ich das Fernsehen aufdrehe, Krieg. Gut, da unten im Nahen Osten, wo es diese vielen Länder gibt, die alle aneinander grenzen. Wo ich nie ganz genau weiß, was an was. Die sollen sich von mir aus alle. Ich hab doch den Überblick nicht. Ich weiß doch gar nicht, was das ist, Schieden, Drusen. Ich kenn Christen. Das reicht mir.
war, wenn sie im Fernsehen immer so nebeneinander liegen, die Toten, nicht? So einer nebeneinander. Furchtbar ist das. Aber ich denke mir immer, vielleicht hat der Herr, der ihm gestern so freundlich zuapplaudiert hat, denen die Gewehre verkauft. Andererseits ist es ja ganz gut, wenn sie uns ein paar Waffen abkommen. Bevor wir sie selbst verbrauchen müssen. Er natürlich, er sagt immer, man darf gar keine Waffen produzieren. Aber sagen Sie das einmal an sozialdemokratischen Gewerkschafter. Ist ja eher noch mit dem Papst zu reden. In diesem Zusammenhang muss man uns Österreicher ausdrücklich loben. Wir exportieren ausschließlich Jagdwaffen. Kanonen für Antilopen. Naja, wenn es gerade keinen Krieg gibt, gibt es Terrorismus. Das ist im Prinzip dasselbe. So Krieg als Fortsetzungsroman. Jeden Tag ein kleines Kapitel. Bei Ihnen hat man ja jetzt schärfere Gesetze beschlossen gegen den Terrorismus. Das ist bitte ein kompletter Blödsinn. Wenn Bestien frei herumlaufen, gibt es nur eine Möglichkeit. Man muss sie einfangen. Es ist völlig sinnlos, den Käfig so lang zu vergrößern, bis alle automatisch drin sind. Und Sie können ja auch international nichts ausrichten gegen den Terrorismus, weil ich weiß ja, wie der finanziert wird. Ich weiß das ja, nicht? Von den Ländern, die keinen haben wollen. Die sagen immer, da habt ihr ein Geld, aber lasst uns in Ruhe. Zutiefst menschlich, nicht? Begreift er auch nicht. Ne? Von Zeit zu Zeit gibt es ja Gegenterror, sie entsinnen sich, Regen, Libyen. Das habe ich nie für sehr sinnvoll gehalten, dass man einem Selbstmordkommando mit dem Tod droht, wenn es keine Ruhe gibt. Das ist ganz meiner Meinung, nicht? Während bei der Abrüstung verstehen wir uns überhaupt nicht. Weil ich erkläre immer, es wird wieder nicht klappen mit der Abrüstung. Kann nicht. Ne? Ich sage, du musst dir Folgendes vorstellen. In der Sowjetunion gehört die Rüstungsindustrie dem Staat. In Amerika gehört der Staat der Rüstungsindustrie. Wie soll das funktionieren? Es gibt nur eine seriöse Möglichkeit, sage ich. Die Sowjets müssten den Amerikanern die Waffen abkaufen. Leck mich am Arsch, hat er zu mir gesagt. Ne? Das ist Eifersucht, weil für so einen brillanten Gedanken braucht der ein dreistrophiges Lied mit einer mittleren Kirchenschändung. Sie werden es ja hören. Bitte, gegen gewisse Dinge können Sie nichts mehr unternehmen. Wackersdorf zum Beispiel. Bitte, ich kann ruhig darüber reden. Ich habe die österreichisch-bayerische Grenze schon überschritten. Es wäre natürlich blöd gewesen, seine Grenzzurückweisung. Wegen der etwaigen Eintragung in den Pass. Sowas kann Folgen haben, wenn man nach Chile will. Oder in ein anderes Urlaubsland. Sie werden vielleicht wissen wollen, warum die mich immer wieder reinlassen nach Bayern. Ich habe einen ganz heißen Tipp bekommen. Ich habe mir einen bayerischen Wallfahrtskalender beschafft. Ich sage einfach immer, ich mache jetzt jeden Tag eine Wallfahrt. Das können und wollen die nicht verhindern. Und dann habe ich mich natürlich auch dem für Österreicher obligatorischen AIDS-Test unterzogen. Man weiß ja nie, was man sich geholt hat im Sommer am Wörthersee. Von den deutschen Touristinnen. Na bitte, bitte, Wackersdorf, ich sage immer, wir Österreicher sollen uns nicht so aufregen. Weil sonst schickt uns der Herr Dr. Zimmermann eines Tages überhaupt keine Touristen mehr. Dann können wir unseren bestreuten Spinat selber fressen. Deswegen müssen wir ja auch jetzt diese Autobahnsteuer einführen, die Maut, nicht? Für Autos, weil bei Strahlen geht es ja nicht so, nicht? Kann man ja nicht. Bitte, er erklärt mir immer, wir Österreicher argumentieren in Sachen Wackersdorf aus einer total gesicherten Position heraus. Wir sind die Erbauer des sichersten Kernkraftwerkes der Welt. Wir haben es gar nicht erst angeschlossen. Und diese Wasserkraftwerke, die ganze Regionen zerstören, die exportieren wir neuerdings nach Ungarn. Aber dieser Franz Josef Strauß, dieser Gröwatz, also der größte Wiederaufbereiter aller Zeiten. Mein Humor, diese Wortspiele mag er nicht. Mich lockert das hier. Ich mach das ganz gerne. Dieser Franz Josef Strauß soll ja nicht glauben, dass er mit uns Österreichern so umgehen kann, wie wir mit Ungarn. Das geht nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das ein bisschen verfolgt haben, die Affäre. Wer mir das so besonders leid tut, ist der Salzburger Landeshauptmann Haslauer. Jetzt ist er von Geburt an schwärzer als jeder Strauß und muss sich aufführen wie ein grün unterwanderter Linksstudent. Sehen, das Atom bringt alle Werte durcheinander. Nicht nur die radioaktiven, auch die christlichen. In Österreich haben ja ein paar Bischöfe dieses Spiel mit der Kernenergie als gottlos bezeichnet.
Sie sehen, es gibt außerhalb von Bayern durchaus noch Gegenden, in denen der Buchstabe C eine gewisse seriöse Bedeutung hat. Mittlerweile ist der Kardinal Höfner ja auch schon für die Abtreibung der Kernenergie. Also, jetzt weiß ich bitte in der Eile nicht, ob Sie wissen, nicht bei uns in Österreich, bei unserem Dorf, also nicht bei Brock oder Wackers, sondern bei Zwenden, Da waren ja damals die Schwarzen dagegen und die Roten dafür. Damals, nicht heute können sich ein paar Rote nicht mehr so erinnern. Die leiden unter mnemotechnischen Strahlenschäden. Der österreichische Gewerkschaftspräsident soll mir sinngemäß erklärt haben, die Leute sollen nicht zu viel über den Atommüll reden, zuerst muss einmal einer her. Der sagt, der Satz könnte natürlich auch von Franz Josef Strauß sein. Bitte, was dieser Strauß, dieser Politreaktor, also auch nicht immer ganz dicht. Also, was der glaubt, nämlich, dass die Sowjets dieses Tschernobyl absichtlich veranstaltet haben, damit bei uns die Kernkraftgegner die Überhand behalten, das ökonomische System aushöhlen und uns den Weltkommunismus ausliefern, das glaube ich nicht. Dazu war Tschernobyl einfach zu mickrig. Nicht großzügig genug, nicht? Das hätten die Sowjets im Ernstfall schon ganz anders gemacht, nicht? Schweizer Chemiestil, Rhein-Main-Methode, nicht? Ordentlich, nicht? Dass nichts mehr bleibt, nicht? Ordentlich, nicht? Schauen Sie, Kalka, Wackersdorf, Alken, das Ganze, wir werden das alles nicht verhindern. Die Industrie will es, und was die Industrie will, hat sie immer noch bekommen. Denken Sie an Hitler, hat's auch wollen, hat's auch gekriegt. Überhaupt, nachdem der Ex-Minister Wallmann erklärt hat, die deutschen Kernkraftwerke werden katastrophentauglich. Das hat eigentlich nie jemand bestritten. Der meint's anders. Ich weiß schon, nicht? Der meint's anders. Nicht? Der meint, sie werden jetzt noch sicherer. Obwohl sie vorher schon vollkommen sicher waren. Das ist wahrscheinlich überhaupt nur bei der Kernenergie möglich, dass man vollkommen sicher noch steigern kann. Dieser Herr Wallmann verhält sich zu einer möglichen Reaktorkatastrophe wie der Kardinal Ratzinger zur Homosexualität. Es ist irgendwie natürlich, aber es darf nicht passieren. Auf Dauer, meine Herrschaften, auf Dauer können wir es natürlich auch nicht zulassen, dass diese Reaktorkatastrophen immer nur in Ländern passieren, aus denen man keine gesicherten Informationen erhält. So ein Reaktorunglück im eigenen Land, da weiß man genau Bescheid, das ist irgendwie beruhigend. Bitte, beunruhigend ist es immer irgendwie auch, nicht wegen der Werte, wegen der Werte. Sie wachen in der Früh auf einmal sind die Werte doppelt so hoch. Statt 15, 30. Sie haben keine Ahnung, was, aber es ist ungut. Ja, stellen Sie sich vor, Sie wachen in der Früh auf, nicht? Und der Helmut Kohl wiegt plötzlich statt 100 Kilo 200. Die Verdoppelung der Katastrophe. Katastrophe der Verdoppelung, wollte ich sagen. Strahlen, meine Herrschaften, Strahlen sind immer ein Risiko. Aber gegen Strahlen gibt es ein ganz einfaches Mittel. Nicht messen. Das bayerische Molke-Patent. Das ganze Leben ist irgendwo ein Risiko. Aber er erklärt mir immer, es kommt darauf an, ob man ein Risiko freiwillig eingeht oder unfreiwillig. Also das erkläre ich mir so. Wenn ich also von einem 10-Meter-Brett ins Bassin springe, ist das ein freiwilliges Risiko. Wenn Sie mir vorher das Wasser auslassen, die Politiker werden das alles in den Griff kriegen, da bin ich ganz sicher. Deswegen probieren wir immer wieder neu aus. Im Moment wackelt, glaube ich, ein bisschen der bange Mann, nicht? Das ist mir aufgefallen, weil er gesagt hat, die deutsche Stahlindustrie ist nicht lebensfähig. Immer gedacht, wie kann der sagen, die Stahlindustrie ist nicht lebensfähig? Die Freien Demokraten gibt es ja auch noch. Ich möchte Ihnen lieber von Österreich erzählen, da kenne ich mich ein bisschen aus. Nicht? Bei uns gibt es jetzt den sogenannten Nadelstreifsozialismus. Das ist für Sie nichts Neues, wenn ich an diesen Helmut Schmidt denke.
Gut, der hat sich immer seine Mütze aufgesetzt, seine Tarnkappe. Dass man es nicht gleich so merkt. Nee. Da geht unser bäuerlicher Sinn um was. Der hat immer gesagt, es ist alles sehr kompliziert. Das war das Einzige, was der gewusst hat. Aber das jedenfalls hat er dem Kohl voraus. Andererseits, bitte, Sie dürfen den Kohl auch nicht unterschätzen. Nicht? Man darf den, auch wenn er so diese Vergleiche macht, nicht vorschnell urteilen, Zeit lassen, den Vergleich. Nicht? Zeit. Schauen Sie, der Vergleich Gorbatschow mit Goebbels wird mit jedem Tag genialer. Nicht? Ich hab damals schon Angst gehabt, dass der Kohl eines Tages sagt, der Honecker schreibt sich mit H, so wie sich der Himmler mit H geschrieben hat, aber Vergleich ist das keiner. Bitte, Nadelstreifsozialismus, das werden Sie jetzt da nicht falsch verstehen, nicht? Ich bin durchaus dafür, dass Sozialdemokraten Maßanzüge tragen. Irgendwas muss ihnen ja passen. Mensch, und nicht der Sozialismus. Aber wenn natürlich wie bei uns die Bankdirektoren behaupten, sie sind eigentlich Sozis, dann sagen vielleicht eines Tages die Ölscheiks, sie sind Kommunisten. Müssen wir heute ein bisschen umdenken. Bitte, das hört sich ohnehin alles auf mit den Politikern, hat er mir erklärt, weil ja der Computer kommt. In ein paar Jahren wird ja die gesamte politische Willensbildung eingespeichert. Dann sind die Politiker endlich das, was im Prinzip immer schon war. Kleine, armselige Chips. Ich weiß nicht, ob ich als Österreicher so offen über Politik reden darf, nicht bei unserer Wende. Ne? Die geht ja schon langsam in eine eingesprungene Rechtspirouette über. Mit diesem Herrn Haider, diesem Lederhosen-Rambo. Oder dem neuen Bischof von Wien, einer männlichen Mutter Gottes. Einer Leihgabe aus dem Diözesanmuseum. Und diesem Präsidenten Waldheim. Schauen Sie. Wenn der Herr Waldheim Oberkellner in einem Kaffeehaus wäre, könnte ich's wechseln. Aber so, ne? Aber so, ne? Aber er. Er ärgert sich so wahnsinnig. Er, jetzt hat er jahrelang die Deutschen verspottet. Erst mit diesem Lübcke, diesem zu Ende gedachten Kohl. Ja. Und dann war der andere, ne? Der andere wird der geheißen, dieser Rittmeister, der dauernd wandert, ne? Der. Das ist ja wurscht, nicht? Jetzt haben wir den Waldheim. Peinlich, peinlich. Ich habe zu ihm gesagt, du hast im Wahlkampf mehrfach den Herrn Waldheim öffentlich einen Herrn Karl auf Nobel genannt. Das machst du jetzt nimmer, wo dein Präsident ist. Nein, sagt er, das mache ich jetzt nicht mehr, aber ich kann mich daran erinnern. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie sich erinnern können in der Eile, Herr Karl, ne? Schon noch, nicht? Der klassische Wiener Opportunist, fett und schmierig. Bitte, fett ist der Waldheim nicht. Andererseits ist der Waldheim ein Beweis dafür, dass Österreich ein musisches Land ist. Welches Land hat schon einen Präsidenten, der in einem Varieté-Programm gleich zweimal auftreten könnte? Als Kautschuknummer und als Gedächtniskünstler. Im Wahlkampf habe ich ein großes Plakat gesehen bei uns. Waldheim, ein großer Europäer. Bei Ihnen weiß man wenigstens schon, dass das ein Schimpfwort ist. Ja, bitte, Europa, bitte total durchblicken. Was ist denn das, diese europäische Gemeinschaft? Eine einzige marxistische Verschwörung. Ja, bitte, was ist das? Fixierte Produktionsmengen, garantierter Absatz, feste Preise. Planwirtschaft. Und dass die nicht funktioniert, das wissen die sogar im ZK. Und dieser Bauernlord da, dieser Herr Heere sowieso, Dingsbums, nicht? Für mich der klassische Kommunist. Hat selber einen riesen Tatscher, alles andere ist ihm scheißegal. Ich sage ihm immer, sag's den Leuten so einfach, da verstehen sie was, da lachen sie ein bisschen, manchmal. Aber der schreit sich lieber seine letzten Stimmbänder aus seinem fetten Hals. Ne? Bitte, mit dem Waldsterben ist das genau dasselbe. Ich bin natürlich total gegen das Waldsterben. Ich. Andererseits, ich hab keine Holzfabrik. Und das bisschen, was ich spazieren gehe. Bitte, wie oft sind wir gestanden im Sommer in Dalmatien vor dem Karst, wenn Sie wissen, was ich meine, haben gesagt, ist es nicht hinreißend? Das wäre vielleicht ein Impuls für unseren Fremdenverkehr. Besuchen Sie unsere faszinierenden Karstalpen. Garantiert schattenfrei.
Natürlich, Bäume sind schön, ja. Man kann ja ein paar aufheben. Wenn es Tiergärten gibt, kann es ja Baumgärten auch geben. Aber ich sage Ihnen, dieser Mensch hat die vollendete Naturmacke. Ich glaube, da geht jetzt irgendwas weiter. So, vielleicht, wenn ich diesen Gedanken der Tubek rasch noch loswerden darf, vor ein paar Tagen kommt er auf mich zu mit einer Orange in der Hand. Sagt er zu mir, du, eine Orange hat schon eine Schale. Warum wird die noch einpapieren? Sag ich, erst, ich bin doch zu Tod froh, wenn ich das, was auf diese Schale gespritzt worden ist, nicht auch noch angreifen muss vor der Entsorgung. Aber so ist der ganze Typ. Jeden Dreck würde er selber in die Hand nehmen. Aber ich glaube, jetzt fängt die Aufzeichnung an. Entschuldigen Sie, dass ich diese Einzelnen hier so behelligt habe. Entschuldigen Sie bitte für mich. Komm ins Kabarett. Komm ins Kabarett. Von mir aus sagt ruhig Kabarett. Nur kommt ins Kabarett, nur im Kabarett, nur im Kabarett wird die Welt zum Nummern-Girl aus dem Varieté. Affenärsche Attraktionen zahlen beim Entree. Spott im Lichterglanz, Wut doch immer mit Eleganz. Das Kostüm seit je. Alles, was ich sehe, alles, was ich sehe, wird, wenn ich's nur leicht verdrehe, gleich zum Kabarett. Auch auf der Tournee, auch auf der Tournee, läuft die Angst im Pontnacht vom Zelt bis zum Palais. Todesstrahlen, Krieg der Sterne, schöne Welt, ade. Was uns ausradiert, wird kurz vorher noch persifliert. Unsere Grundidee seit je. Warum Kabarett? Wozu Kabarett? Fragt man sich von Kommunist bis zur Haute Volée. Tägliches Klischee, tödliches Klischee. Wo bleibt die Veränderung? Durch das Kabarett. Nun diese Frage, Sie zu fragen, ist Grund, dass ich hier stehe. Ich bin Fragsolist. Ich frag Sie, warum das so ist. Mach mein Kabarett und geh nicht ohne mein Abendgebet. Kein Wille, den ich seh. Geschehe. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bitte Sie sehr, den verspäteten Beginn entschuldigen zu wollen, aber der Papst predigt Abrüstung, die Generäle, die Heeresminister sind dagegen, sie haben Angst, nicht die starken Männer bleiben zu können in den jeweiligen Systemen, nach dem bekannten Motto, je schwächer die Köpfe, desto stärker die Männer. Aber das Volk liebt die starken Männer, Sie merken es am Kinopublikum, beobachten Sie es, das deutsche Publikum begeilt sich zurzeit an Rambo, mittlerweile 9. Teil. Es sagt sich, besser ein amerikanischer Berufsboxer als gar kein Nazi. Papa loves Rambo, Mama loves Rambo. Ob er Japaner killt, ob er Indianer killt, Nicaraguaner killt, man. Papa loves Rambo, Mama loves Rambo. When this American dream comes like hurricane, then I'm a very great fan. Warum ist gerade er hier bei uns populär? Das Problem ist nicht schwer. Hierzulande gab's diesen Typ Helden so lang schon nicht mehr. Daher! Papa loves Rambo, Mama loves Rambo. Ob's Rotchinesen sind, ob's Irokesen sind, Vietnamesen sind, shoot! Papa loves Rambo, Mama loves Rambo. Denn der Marxismus fight, der Sandinismus fight, tut unserer Christenheit gut.
Regen braucht Rambo. Die Amerikaner fürchten sich ja sogar schon vor Europa. Die Touristen trauen sich nicht einmal mehr herüber. Ja, die Familien-Pershing ist eben immer noch nicht erfunden worden. Sie fürchten sich vor kommunistischen Atomwolken. Sie fürchten sich vor terroristischen Anschlägen. Aber sie rächen sich mit Gegenterror, mit ihren Kinohelden. Papa loves Rambo. Mama loves Rambo. Darling, you know so well, communists go to hell, erstlich chaosisch schnell. Right! Papa loves Rambo. Mama loves Rambo. Weil er den Segen hat, wenn er's für Regen tat, wer was dagegen hat, fight! Kinos füllt, Kinos füllt, Heldenmut, Heldenmut, animiert, animiert, braune Brut, braune Brut, bringt ein Feind, dich in Wut, dich in Wut, sei Stallone und Eastwood und warte als Sieger durch Blut. Alle! Papa loves Rambo, Papa loves Rambo, Mama loves Rambo, Mama loves Rambo. Denn der Faschismus ist und der Rassismus ist, auch der Sadismus ist geil. Papa loves Rambo, Papa loves Rambo, Mama loves Rambo, Mama loves Rambo. Wer sagt hier Schund, der Mensch ist wohl ein Untermensch, hol ihn doch runter, Mensch. Heil! Aber in der Realität, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird nicht geboxt, in der Realität wird wettgelaufen. Das dümmste Wort der Welt, und Gorbatschow wenigstens scheint es begriffen zu haben, heißt Rüstungswettlauf. Denn Wettlauf definiert sich aus der Frage, wer ist als Erster dort? Wo bitte? Und wohin läuft sie eigentlich wett, die Rüstung? Und worum wird eigentlich gewettet? Gestatten Sie mir einen Gegenvorschlag, Rüstungsblindflug. Das Ende der Schwerkraft, wir trainieren den freien Fall in den Himmel. Die vorhandene Sprengkraft auf dieser Erde reicht aus, um jeden Einzelnen von uns mit 4 Tonnen zu belegen. Das genügt aber noch nicht zu unserer Verteidigung. Diese Dimensionen des Irrsinns sind nicht mehr fassbar. Da schwebt etwas über uns. Tschernobyl war nur ein lächerlicher Verkehrsunfall. Ein kleiner Fingerzeig. Wessen? Ende der Gottesleugnung. Ein Narr, der sie propagiert. Gott ist nicht tot, er ist da, nur anders kostümiert. Er ruht in seinen Silos, bis seine Stimme spricht und einen Blitz verkündet. Was danach kommt, betrifft uns nicht. Wir haben den Gott gebaut, der uns zu seinen Kindern macht. Er ruht in den Altären, bis er sich zu Ehren macht. Wir haben das Feuer erfunden, das bald seine Allmacht entfacht. Wir haben der Schöpfung die Pointe geklaut. Wir haben Gott Bombe gebaut. Wir fürchten uns vor ihm, wir beten zu ihm. Wir neigen knieschlotternd das Haupt. Unsere Theologie sagt, wir haben noch nie an irgendwas anderes geglaubt. Wir haben den Gott gebaut, der uns zu seinen Sündern macht. Er droht mit seiner Zündflut, nach der auch keine Hölle mehr lacht. Wir haben Gott sei Dank endlich Gott für uns greifbar gemacht. Wir haben der Schöpfung die Pointe geklaut. Wir haben Gott Bombe gebaut. Das ist ein Gott, der grinst. Ein Gott, der sich amüsiert. Geheiligt werde dein Sprengsatz, so sagt man, reformiert. Er ist für uns das Zentrum, um das der Kosmos kreist. Wir brauchen keinen Propheten mehr, der die Existenz Gottes beweist. Wir haben den Gott gebaut. Bombe unser. Sie wandt nicht mehr auf Erden, sie ist aufgestiegen, gen Himmel. Also in Richtung SDI. Unsere Abrüstungskonferenzen sind wie die Sonntagsmessen. Sie finden ununterbrochen statt, aber sie bewirken nichts. Sprechen etwas an, was sich nicht mehr ansprechen lässt. Er hockt da und stiert, der atomare Buddha. Wir neigen uns vor ihm, wir geißeln uns vor ihm. Die Erde ist längst ein
gebaut, der uns zu seinen Sündern macht. Er droht mit seiner Zündflut, nach der auch keine Hölle mehr macht. Wir haben zum Loben und Preisen Gott für uns sichtbar gemacht. Wir haben der Schöpfung die Pointe geklaut. Wir haben Gott Bombe, den großen Gott Bombe, die in uns wohnen, den über uns wohnen, den Super Gott Bombe gebaut. Die nicht an ihn glauben, gibt es Gottes Strafe. Die friedliche Nutzung der Kernenergie. Sie hat gegenüber der kriegerischen einen entscheidenden Nachteil. Man stirbt wesentlich langsamer. In späteren Jahren wird man, falls es der Kehlkopfkrebs noch erlaubt, einander sagen, können Sie sich noch an Tschernobyl erinnern? Das hat man damals noch für eine Katastrophe gehalten. Politologen der Zukunft werden Tschernobyl definieren als die bestandene Aufnahmeprüfung des Kommunismus in die kapitalistische Philosophie. Gott, ich meine in diesem Fall der frühere, also Gott, hat uns durch seine Kirche ausrichten lassen, wir sollen uns die Erde untertan machen. Ja, aber doch nicht gleich liquidieren. Restrisiko heißt das Lieblingswort der Politiker, Restrisiko. Aber wie definiert man Restrisiko? Das Leben wäre das Restrisiko der Zeugung? Gegen Restrisiko gibt es Grenzwerte. Was wiederum sind Grenzwerte? Grenzwerte sind Werte, die sich sofort nach Überschreiten erübrigen. Aber keine Angst, sagen die Politiker, keine Angst, es gibt keine akute Gefahr. Es gibt allenfalls eine latente. Was sie nicht dazu sagen, die latente ist die akute. Wo bitte gibt es noch einen Politiker, dem man restlos vertrauen kann? In den drei großen Angstthemen unserer Zeit, jetzt zunächst einmal ausgeklammert. Atom, Überwachung, Radikalismus. So manche hauen auf den Putz, es gibt rechten Untergrund. Nazis wachsen und wachsen, was tut der Verfassungsschutz? Rechte sind radikal, andere sprechen von links. Viking- und Wehrsportverein, die Duldung ist ein Skandal. Der Mensch, der tut sich leid, die eine Presse schreibt dort und so, die andere Presse schreibt nirgendwo, wer gibt genau Bescheid? Nur einer weiß den rechten Rat und steht ihnen bei mit Tat und Staat. Man kann ihnen wirklich empfehlen, nur ihn sich als Autorität zu wählen. Glauben Sie dem Dr. Zimmermann, dem Dr. Zimmermann, dem Dr. Zimmermann. So ein Mann, der lügt Sie nimmer an. Das ist ein Ehrenmann von C bis U. Glauben Sie dem Dr. Zimmermann? Ja, Dr. Zimmermann, das ist kein schlimmer Mann. Zweifeln's nicht und glauben's immer dran an Dr. Zimmermann und geben's a Ruf. Die Menschen fragen voll Wut, es kriecht ein schleichender Tod. Von Strontium schon was gehört, was strahlt, zersetzt das Blut. Die Werte sind manipuliert, was Becquerel im Spinat. Wann baut sich Cäsium ab, was wird, wenn Wackersdorf wird? Der Laie war verwirrt, die Fachleute widerlegten sich. Die Zeitungen überlegten sich, wie man missorientiert. Nur einer wusste den rechten Rat und stand ihnen bei mit Tat und Staat. Man konnte ihnen abermals empfehlen, nur ihn sich als Autorität zu wählen. Und dann dieses bittere Unrecht. Man hat ihm die Umwelt weggenommen. Ein Innenminister ohne Umwelt, eine tragische Figur. Jetzt muss er sich natürlich mehr auf die Innenwelt konzentrieren, als auf das, was Sie denken. Er ist ein richtiger Innenweltminister geworden. Das ist wichtig, denn die Menschen sind so verhetzt. Sie glauben, sie werden erfasst. Sie werden gänzlich gespeichert und völlig datenvernetzt. Sie fühlen sich bloßgelegt. Sie fühlen sich splitternackt. Der große Bruder weiß alles, was sich in den Hirnen regt. Der Mensch fühlt sich verraten. Diesen Ausweis, den begründen die. Wie aber überwinden sie die Ängste mit den Daten? Nur einer weiß den rechten Rat und steht ihnen bei mit Tat und Staat. Man kann ihnen wiederum empfehlen,
nur ihn sich als Autorität zu wählen. Glauben Sie dem? Also bitte, jetzt müssen Sie es wirklich schon wissen. Dem? Eingeschüchtert, weil Kameras laufen. Dem? Danke, Dr. Zimmermann, dem Dr. Zimmermann, dem Dr. Zimmermann. So ein Mann, der lügt Sie nimmer an. Das ist ein Ehrenmann von C bis Bach. Glauben Sie dem Dr. Zimmermann? Der Dr. Zimmermann, das ist kein schlimmer Mann. Zweifeln Sie nicht und glauben Sie immer dran an Dr. Zimmermann. Und geben Sie Ruhe. So sind Sie eben sicherlich auch der Meinung, dass dieser Minister sehr bald seinen Kronzeugen bekommen sollte. Der Kronzeuge, ein besonders sympathischer Zeitgenosse, er wäscht seine Hände in Mitschuld. Während also dieser Minister daran geht, die Unterwelt in ihrer Innenwelt aufzudecken, muss ein neuer Minister den Staat vor der Umwelt schützen. Das ist wichtig, denn dieses wäre das Ende der Demokratie. Smog-Alarm am Wahltag. Als entscheidende Umweltbedrohung gilt ja mittlerweile der deutsche Bauer. Aber der Bauer will diesen Vorwurf nicht länger auf sich sitzen lassen. Der Bauer ist schlau. Dies ist die höchst lehrreiche Geschichte vom klugen Bauern Schripp. Er wollte nicht noch weiter mehr produzieren und dabei noch mehr Geld verlieren. Er schämte sich seiner täglichen Klage, für mein Getreide gibt's keine Nachfrage. Er wollte nicht betteln, für Subventionieren tät ich auch ein wenig reduzieren. Er wollte nicht den Segen der Ehren immer in den eigenen Schweinestall leeren. Denn dies alles missfiel unserem klugen Bauern Schripp. Er wollte nicht mit noch mehr teuren Maschinen dem Umsatz der Genossenschaften dienen. Das viele Geld macht dem argen Verdruss, mit dem sie Lager verwalten und Überfluss. Er wollte nicht zusehen, wie die Großbauern schon auf seine Pleite lauern. Wie konnte am Bauerntag nur immer einer schmusen? Der Aufsichtsrat ist von Bayer Leverkusen. Und so schlug sich immer wieder auf sein Hirn der Bauer Schripp. Er wollte sich nicht mehr täglich schämen, für Steuergeldflächen aus der Produktion zu nehmen. Er wollte sich nicht für Geld verpflichten, statt Kühe nur mehr Kröten zu züchten. Er wollte nicht alle Naturschützer verprellen und dabei sich selbst unter Naturschutz stellen. Er sagte, da bin ich doch lieber tot als ein von Politikern gezüchteter Idiot. Und so löste sein Problem der kluge Bauer Schripp. Er hat die Zeichen der Zeit beachtet und seinen Hof an einen Golfclub verpachtet. Jetzt kommt er dem Minister gelegen, tut nichts erzeugen und die Landschaft pflegen. Und andere Bauern, die an Geldnot leiden, die dürfen ihm den Rasen schneiden. Und Schripp sagt, wie gut könnte sich die ganze Welt ernähren, wenn alle Bauernhöfe Golfplätze wären. Dass da was nicht stimmen kann, sieht ein Blinder. Leider sitzen im Parlament zu wenig Blinde. Aber die Bauern sollen sich nicht aufregen. In 50 Jahren gibt es ohnehin keine Ackererde mehr. Dann allerdings schon Weizen, der auf Beton wächst. Die Äcker werden ihrer endgültigen Bestimmung zugeführt als Mülldeponien. Herr Dr. Aufhäufer, Sie sind Vorstandssprecher der Handelskette Müller und Haldi. Was sagen Sie zu immer häufiger geäußerten Kritik an Müll und Verpackung, an Verpackungsmüll? Solange wir den Müll nicht auch noch verpacken, halte ich diese Kritik für gänzlich ungerechtfertigt. Nun raten aber manche Kritiker dem Konsumenten, alles bereits im Laden auszupacken, die Verpackungsschichten dort liegen zu lassen, sie gar nicht erst mitzunehmen. Die Industrie würde darauf mit Verpackungen reagieren, die ohne Schweißbrenner nicht mehr lösbar sind. Herr Doktor, manche Verpackungen auf dem Lebensmittelsektor sind gänzlich absurd. Eine Gurke etwa hat schon eine Schale. Warum wird die noch eingeschweißt? Damit sie frisch bleibt. Die Gurke? Nein, die Schale. Im Übrigen hat die Verpackung bei Lebensmitteln ja sehr häufig die Aufgabe, die Lebensmittel vor der Luft zu schützen. In manchen Fällen natürlich auch umgekehrt. Sie,
Sie befolgen also die Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums? Jawohl, wir verwenden Präservative. Herr Doktor, kommen wir zur Getränkebranche. Manche Getränkedosen sind dreifach teurer als Inhalt plus Fabrikation. Sie können der Industrie doch nicht zumuten, gänzlich wertloses Zeug zu verkaufen. Aber der Verlust des Mehrweges allein in der Getränkeindustrie könnte 80.000 Arbeitsplätze kosten. In der Müllbeseitigung könnten 15.000 dazukommen. Im Übrigen wäre es völlig unsinnig, der Verpackungsindustrie einen Schaden zufügen zu wollen. Das könnte sich verheerend auf den Arbeitsmarkt auswirken. Verzeihen Sie, Herr Doktor, Sie drehen die Dinge, wie Sie sie brauchen. Ich danke Ihnen für diese Anerkennung. Vergessen Sie nie, wir von der Industrie sind Verpackungskünstler. Ach ja, das habe ich vergessen. Herr Doktor, was sagen Sie zu Deponie verbotener Substanzen, zu Umweltdelikten? Das Gesetz sieht strengste Strafen vor. Zum Glück liegen die Strafen deutlich unter den Gewinnen. Oder meinen Sie ernsthaft Häuser wie Sando, Höchsthoffmann, La Roche, Bayer, Ziebergeige, BASF sind nicht jederzeit in der Lage, den Deutschen einen neuen Rhein zu kaufen? Müll, 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 immer mehr Müll, 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 immer noch Müll, Müll, Müll. Alles nur Action-Top, kein Gesetz bringt den Stopp. Müll, 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 wenn wer verdienen will, hält die Regierung still und auch der BDI schützt die Müllindustrie. Duben, Beutel, Dosen, alle verkaufen sich, Türmen zu Haufen sich. Plastik, Pappe, Folie, was von Natur verpackt, wird nochmal eingesackt, kommt ins Netz. Lächerlich das Gesetz, nur freies Marktgeschwätz. Was jedermann verspeist, wird nochmal eingeschweißt, eingesackt. Wir sind total beknackt, wir zahlen unverzagt für jeden Oberscheiß, jeden Verpackungspreis. Sehr viel, sehr viel, sehr viel kommt auf den Sperrmüll, Sperrmüll, Sperrmüll und immer mehr Müll, mehr Müll, mehr Müll, bis man dann irgendwann nicht mehr hinausschauen kann. Und der Weg wäre der Mehrwegweg, aber der Mehrwegweg wird halt nicht mitgemacht, es wird Profit gemacht. Geld muss her für unseren Müllverkehr, bald zahlt ihn keiner mehr, auch das Dreck exportieren ist nicht zu finanzieren. Gifte, 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 lauernde Gifte, 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 schleichende Gifte, Gifte, Gift. Alles zum Abfallhauen, tödliche Berge bauen, Chrom, Zink, Blei, Cadmium ist auch dabei, Strafen sind einerlei. Immer noch mehr Schlamm und giftiger Klärschlamm und Müll, 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 immer mehr Müll, 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 immer noch Müll, Müll, Müll. So geht's mit uns dahin, überall Deponien, was die Welt letztlich zusammenhält, das ist der Müll. Wenn die Welt einmal zusammenfällt, bleibt nur mehr Müll. Staub zu Staub heißt heute mit Verlaub, Müll wird zu Müll. Das System ist ziemlich ähnlich dem Rande vom Müll. Absatz, Zuwachs, das ist der Weltenlauf, Aldi hat ausverkauft. Müllberg, Müllberg, Turm hoch der Müllberg, Müllberg, seht unser Müllberg, Müllberg, unser einmaliges, todesspiraliges Rande vom Müll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Müll muss beseitigt werden, daher schaffen wir ihn zur Seite. Das Dumme ist nur, auf der Seite ist auch Globus. Eines Tages werden wir diese Welt neu zu teilen haben. Nicht mehr in erste bis vierte, sondern in Müllmacher und in Müllschlucker. Die Müllschlucker haben zu schlucken. Und wehe, sie schlucken nicht. Dann gibt es Krieg. Den ersten Humanen. Die Schwachen werden nicht mehr zusammengeschossen, sondern zugeschüttet. Das Prinzip Verpackung ist die Religion unserer Ökonomie. Die Industrie produziert Plastiktabernakel in der Hoffnung, dass der Käufer den Inhalt für eine Hostie hält. Also wenn wir uns schon darauf geeinigt haben, dass Wertloses weggeworfen werden soll, warum dann nicht gleich die Produzenten? Aber das Prinzip Verpackung wird ja demnächst oder ist schon auf einem anderen Sektor sehr, sehr wichtig. Als der Beischlaf einst noch gefährlich war, war die Angst, ein Kind zu zeugen, sehr groß. Man versteht, dass der Verkehr oft spärlich war, doch dann kam die Pille und ging richtig los. Der Mann war ein großer Mann im Frauenschoß. Aber dann, was dann danach kam, ist Grauen bloß.
Jetzt kommt die liebestote Zeit. Was bisher war, wird jetzt bereut. Denn kommt der Penis penetrant. Und zwar Natur wird das riskant. Die Männlichkeit steht in Verdacht. Der stehende Schwanz verlor seinen Glanz, den Wohlstand der letzten Nacht. Polygamie wird zur Gefahr. Das ist uns allen klar. Wozu noch Bomben? Wozu Raketen? Die sind nur mehr dämlich, sie sind nämlich nicht vonnöten. Wozu noch Waffen, um uns zu killen? Wir machen das sehnend, leise stöhnend, ganz im Stillen. Will sich die Menschheit jetzt reduzieren, muss sie nur womöglich dreimal täglich koitieren. Wozu noch Hunger und Krieg hienieden? Ejakulationen von Millionen schaffen Frieden. Die Ministerien schreien, halt! Manch anderer Mord lässt sie ganz kalt. Man will totale Heldenpflicht. Bei Rüstungsdeals braucht man sie nicht. Enthaltsamkeit heißt das Dekret. Der Pfarrer sagt, na, was bisher geschah, da hilft wohl nur das Gebet. Freunde, ich frage, was geschieht, wenn man das anders sieht? Wozu Chemiegift in allen Flüssen? Wir schaffen das schneller, sexueller und genießen. Die Pestizide in dem Getreide. Komm, wir verstecken uns und schmecken nur uns beide. Lass doch den Smog ruhig die Welt versauen. Bevor wir ersticken, wollen wir feiern voll Vertrauen. Lass doch die Autos uns ruhig vergasen. Wir haben ja noch das letzte Loch, um draus zu blasen. Jetzt kommt die liebestote Zeit. Präservativ. Immer bereit, findet ein Flirt mit Hoffnung statt. Hat man das Ding immer parat. Kein Unterschied, ob Mann oder Frau. Was sollen wir tun? Wir sind nicht immun. Der Sex wird zum Super-GAU. Die Menschheit brachte es so weit. Jetzt kommt die Liebe. Zur Zeit. Man wird demnächst wahrscheinlich wird man das Wort Sexualmord neu definieren müssen. Aber wenn diese einschlägigen Hochrechnungen nur annähernd stimmen, dann könnte sich Herr Dr. Zimmermann mit seiner Volkszählung wirklich noch ein wenig Zeit lassen. Der Zustand dieser Erde zwingt unsere Ausreden, immer intelligenter zu werden. Dazu benötigen wir natürlich immer intelligentere Menschen. Sie gelten als genetisch leicht herstellbar. Wir verwenden in Zukunft nur mehr Samen der Handelsklasse IQ. Unsere Geburtenkliniken werden zu Wiederaufbereitungsanlagen der menschlichen Genialität. Sollten die Genialen uns allerdings endgültig zugrunde richten wollen, dann können wir sie ja wieder mit Idioten kreuzen. Es entstünde der Genidiot. Wir wären endlich wiedergeboren. Wir sind so manisch, dynamisch, so angeregt, aufgeregt. Wir sind so hektisch, elektrisch, so angelegt, aufgelegt. Wir sind so notorisch, motorisch, talentbewusst, trendbewusst. Wir sind so heftig, beschäftigt, so ausgesucht, ausgebucht. Die Wolke von Tschernobyl. Die zeigt uns was Besseres an. Die senkt sich nach ihrem Plan. Wenn der Wind sich dreht, die Wolke von Tschernobyl,
kennt keine zu große Hast. Die senkt sich erst, wenn's ihr passt und kommt nie zu spät. Pause machen, über den Irrsinn lachen. Es gibt eine Menge zu tun. Schauen wir weg. Pausen halten, von mir aus die Hände falten. Es gibt eine Menge zu tun, das meiste ist Dreck. Täglich höher die Latten, täglich größer die Quoten, täglich froher die Ratten, täglich toter die Toten. Pausen läuten, wenn wir selbst uns den Strick bedeuten. Es gibt eine Menge zu tun, lasst es ruhen. Die Wolke von Tschernobyl, die war nur der erste Streich. Es winkt uns ein Himmelreich, uns von uns geschenkt. Die Wolke von Tschernobyl versöhnt uns mit Urnatur, die arbeitet nicht nach Uhr, wenn sie sich mal senkt. Pause machen, über den Irrsinn lachen. Es gibt eine Menge zu tun, tun wir es nicht. Pausen halten, nur keine Schalter schalten. Es gibt eine Menge zu tun, außer der Pflicht. Täglich größer die Pläne, täglich bunter die Fahnen. Täglich fauler die Zähne, täglich dümmer das Mahnen. Pause machen, kein Kampf gegen jeden Drachen. Eine irrgeile Endzeitsause. Nein, Pause. Zeigen, bitte. Ja, aber ihr müsst den Zuschauer am Abdrehen, weil sonst sehe ich es ja nicht fix noch einmal. Na bitte, es ist genau im Zentrum, weil der wieder hinten herumgebrüllt hat, der Hocker war nicht im Zentrum. Ein schwerer Hysteriker, ist ein kompletter Neuer, im Fernsehen überhaupt spielt er immer. Kannst schon weggeben ins Boot, mach wieder hell, Pause dauert noch. Kann ihm im zweiten Teil natürlich den Hocker auch hierher stellen. Im zweiten Teil kann das Licht ruhig schwach sein. Da wird er gegen Schluss immer so wehleidig. Kommt er mal mit seinen Erinnerungen. Jede Erinnerung ein Chanson. Sie wissen, das sind diese Lieder, wo sie noch die letzte Scheiße reimt. Ich persönlich habe mit Erinnerungen ja nicht so viel am Hut. Ich habe mir meine konsequent durchgespült. Der Alkohol ist ja, was Erinnerungen anlangt, so eine Art Weichzeichner. Ein Promillfilter. Andererseits macht das deinem Schädel ein richtiges Reagenzglas. Du kannst die eingelegten Katastrophen gelassen betrachten. Naja, da kommt er immer mit dem Altwerden, mit dem Altern, ne? Da zitiert er immer einen gewissen, also einen, den man halt immer zitiert. Und der hat gesagt, in der Lebensmitte wird der Tod geboren. Da ist er mit 50 schon ein ziemlich reifes Bürschel, der Tod. Ich kenne ihn ja schon Jahrzehnte. Nicht? Früher, wie man gebrüllt hat, Revolution! Wie ich zu ihm gesagt, bist wahnsinnig? Für wen? Da hat er sich immer maßlos aufgeregt, deshalb ist er so rasch gealtert.
Gegen mich? Nicht heute ist er gegen mich ja ein richtiger Konservativer. Zum Beispiel beim Essen. Ich sage Ihnen, was ich mit diesen Menschen mitmache auf einer Deutschlandtournee. Der braucht nur die Speisekarte in die Hand nehmen mit diesen blumigen Bezeichnungen. Er sagt immer, heute gibt es wieder Bauernfang nach deutscher Wirteart. Ich bin da ganz unkompliziert, ganz eine normale Mischkost. Hier und einen Kalbsbraten, damit sich der Hormonspiegel nicht abrupt normalisiert. Dann wieder irgendwas mit Vollwert, damit die Schwermetalle nicht dramatisch absinken. Also das Gift möglichst gleichmäßig im Körper verteilen. Das ist das Gesündeste. Diese Strahlkatastrophe vor einem Jahr hat uns eine ganz neue Qualität von Heldentod beschert. Man musste nicht mehr dem Feind mit entblößter Brust entgegengehen. Einfach 2-3 Wochen Rationen Freilandspinat. Nicht oder jetzt noch Sandot, also Sie wissen Basel, also dort, wo die Schweiz ausrinnt. Also, sozusagen. Sozusagen, nicht der eidgenössische Chemie-After. Jetzt brauchen Sie sich nur in Düsseldorf einen Rheinlachs kaufen. Genügt auch. Das ist bitte kein Selbstmord. Das ist der Heldentod an der Umweltfront. Für Selbstmord gibt es ganz andere Möglichkeiten. Sie kaufen sich 4-5 Kisten Wein im Sonderangebot. Hat da jemand Österreichischen gesagt? Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Menschen, die für 2,99 eine Spätlese trinken wollen, gehören vergiftet. Die Deutschen haben es ja gut, die brauchen den Wein nicht punchen, denen genügt ihr Weingesetz. Aber bitte, wenn Sie sich diesen Vorzugswein dann gekauft haben, dann geben Sie sich, wie man so sagt, die letzte Spülung. Vor ein paar Wochen habe ich einen alten Schulfreund getroffen, der ist Arzt geworden, Arzt. Ne? Der hat zu mir gesagt, Alter, hat er gesagt, in unserem Alter können wir schon alles essen. Die Kinder könnten einem richtig neidisch werden. Ne? Aber ihm passte überhaupt nichts. Er hat gegen alles was. Gegen Nouvelle Cuisine, gegen Fast Food. Ich sage ihm immer, das muss man nur intelligent kombinieren. Ein Hamburger von Witzigmann, auf einem achteckigen Teller von Villeroy und Bosch ist gleich ein ganz anderer Status, nicht? Bitte, er ist ja ehrlich gesagt für die Wiedereinführung der kaiserlich-königlich-österreichisch-ungarischen Monarchie. Kulinarisch gesehen, also Paprika-Händel und so, ne? Ich sage ihm, es geht doch nicht mehr. Du kannst doch ein Huhn heute nicht mehr so fabrizieren, dass du es nicht immer noch durchschmeckst. Bitte, was heißt? Bitte. Das heißt K&K. Die sozialistischen Brüder haben doch alles vergeigt. Vor ein paar Monaten haben wir gefrühstückt in einem Hotel mit einem tschechischen Kollegen von ihm. Der hat gesagt, der Sozialismus war für vieles gut, nur fürs Brot und fürs Bier war er schlecht. Der arme Teufel war noch nie in Amerika. Der ist wirklich so eine Monarchietype, ne? Von Zeit zu Zeit geht er in den Zigeunerkeller weinen. Da weiß ich doch nie, weint er, weil der Geiger so schön spielt oder der Cimbalist so falsch. Mir ist das wurscht, ich sauf. Normalerweise versuche ich auch ihn zu beeinflussen. Da sage ich immer, Alter, sag ich, wenn du über Mann-Frau-Probleme reden willst, über Beziehungskisten, mach's da beim Wein. Nicht auf der Bühne. Es will von dir keiner hören. Aber diese Pazifisten machen ja von nichts halt. Nicht einmal vor dem Geschlechterkampf. Da ist also ein richtiger Philosophi. Wieder mehr mein Humor. Es gibt schon so viel. Bitte, vor ein paar Wochen kommt er auf mich zu mit so einem Magazin und sagt, da hast du das gelesen. Das betont er immer so, das, nicht? Hast du das gelesen? Bei den Grünen gibt es nicht nur den Entscheidungskampf zwischen Realos und Fundis und zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen Mackerfrauen und Nicht-Mackerfrauen. Schrecklich, habe ich gesagt, schrecklich. Dann habe ich mich vorsichtig erkundigt, was das ist, Mackerfrau. Also es ist so, die Mackerfrauen stehen zwischen den Traditionsfrauen und den Nicht-Mackerfrauen.
Die Mackerfrauen haben die männliche Kompetenz, die die Traditionsfrauen nicht haben, die die Nicht-Mackerfrauen aber gar nicht haben wollen, die deshalb die Mackerfrauen bezichtigen, eigentlich Traditionsfrauen zu sein. Weil die Nicht-Mackerfrauen, und über sowas regt sich der auf. Da kann man sich als Mann nur heraushalten aus diesem Themenkreis. Bitte, vor ein paar Wochen habe ich gelesen, die Pille für den Mann wird jetzt doch kommen. Das ist auch ein Blödsinn. Die Pille für den Mann gibt es schon lange, nur die Frau muss sie nehmen. Ja. Bitte. Bitte. Für die Herren, die ausschließlich à la carte leben, wird sie sich ja übrigens die Pille für den Herrn, weil die müssen sich ja in Zukunft ein bisschen bedeckter halten. Aber wirtschaftspolitisch wird das ein Hammer. Nach dem Pillenknick das Aidsloch. Bitte das Lied, das er hinter meinen Rücken da in den ersten Teil hineingenommen hat, nicht? Also ich sage Ihnen ehrlich, mir ist das zu zynisch. Ich mag das nicht. Aber das ist typisch für ihn, nicht? Kaum bricht irgendwo die Pest aus, glaubt er schon erst der liebe Augustin. Na, jetzt ist die Pause gleich aus. Wenn er das einen zweiten Teil macht, schaue mir ich immer in der Garderobe das Fernsehen an. Nicht seine Sendung, was unendlich ist, nicht? Also, ja, ich meine, ich schaue mein Fernsehen eigentlich im Prinzip aus, ich kann mich da nicht aufregen im Fernsehen. Schwarzwaldklinik. Ja? Ich finde das glänzend, dass den Deutschen endlich eine Fernsehserie gelungen ist, die blöd genug ist für Amerika. Ja, natürlich, er sagt immer, ich soll mehr lesen, ne? Dass ich nicht immer so simpel urteile. Aber wann komme ich schon dazu? Gut, ich kriege zu gegebenem Anlass natürlich immer ein paar Bücher geschenkt. Ne? Aber ich lese nur jedes fünfte. Letzter Zeit habe ich Gott sei Dank immer nur vier bekommen. Bitte, das mag er überhaupt nicht. Diese neuen Zeitschriften, die ich mir jetzt jeden Monat einziehe, nicht? Die mit dem Zeitgeist, nicht? Sie wissen, ne? Postmoderne, sagt er, scheußlich, postmoderne. Bitte, ich weiß nicht genau, was das ist, postmoderne, aber ich finde es irgendwie gut, ne? Ja, bitte, früher hat man sich immer erkundigen müssen, was ist in, was ist aktuell. Heute kriegen wir es zugeschickt. Wie der Name schon sagt. So einen Joke würde er nie machen. Das heißt er. Aber ich sage ihm immer, schimpf nicht über die Zeitungen. Es ist gut, dass es sie gibt. Weil man kann nachlesen, was die Kultur ist. Ne? Ja, bitte, nicht? Man muss sich nicht mehr anstrengen, dass man selber eine hat. Ja, der Zeitgeist ist die Kultur. Bitte, Zeit, was ist, ich stelle mir das so vor. Also, das Individuum will anders sein als die anderen. Nicht? Und wenn jetzt alle zugleich anders sein wollen als die anderen, das ist Zeitgeist. Ne? Er natürlich, er spottet immer, nicht? Weil ich bewundere die Zeitungen, die den jeden Monat neu erfinden, diesen Zeitgeist. Aber er spottet, weil dieser Zeitgeist, der im Wesentlichen aus Wien kommt, der sagt immer, durch den Wurstelbrater der Intelligenz fährt die Zeitgeisterbahn, alles Einstein, Infantile und Werbefachleute zahlen die Hälfte. Einsteigen, jawohl, ja. Na gut, das lässt er vielleicht heute aus, weil im Fernsehen muss er Gott sei Dank immer ein bisschen kürzen. Gehen wir, zweiter Teil, meine Herren. Gehen wir.